Hallo Fightfans, ich bin's wieder, Markus Wiemann von Ground & Pound TV. Wir sind heute bei der Zweijahresfeier vom MMA Spirit und neben mir Nils Schlegel, nicht nur der Manager vom MMA Spirit, sondern auch der Manager von Christian Eckerlin, der am 1. September auf der Mixfight Gala 13 hier in Frankfurt auf Mario Stapel treffen wird. Nils, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung hier. Jederzeit. Und der Kampf, jetzt Christian Eckerlin gegen Mario Stapel. Manche Leute sagen, es ist eine gewisse Brisanz drin. Siehst du auch eine Brisanz und wenn, welche? Hundertprozentig, jeder Kampf ist brisant von allen meinen Kämpfern. Wir fiebern dem 1. September sehr stark entgegen. Ansonsten ein normaler Kampf wie jeder andere auch. Ja, ein normaler Kampf. Viele Leute sehen das vielleicht ein bisschen anders, weil ja Daniel Weichel, der ja auch ein Teamkamerad von Christian Eckerlin ist, sehr lange auch mit Mario Stapel trainiert hat. Und Mario Stapel auch so ein bisschen da ein paar Wörter reingebracht hat, also im letzten Interview. Möchtest du da einfach mal kurz Stellung beziehen oder... Also dem schenke ich erstens keine Beachtung, Vergangenheit ist Vergangenheit und die Zeiten, der Daniel mit Mario zusammen trainiert hat, liegt jetzt auch schon einige Jahre zurück, über 4 Jahre, um genau zu sein. Von daher gesehen spielt das keine Rolle für mich. Also ihr blickt nach vorne und nicht nach hinten? Immer. Und jetzt auf den Christian zu sprechen zu kommen, Christian hat ja ein bisschen Pech gehabt, hat ja eine wiederkehrende Schulterverletzung gehabt. Wie fit ist Christian denn jetzt? Hundertprozentig. Das ist doch mal Musik in unseren Ohren, weil ein topfitten Christian Eckerlin vor heimischem Publikum ist auch etwas, auf das wir schon lange haben warten müssen. Wie heiß ist er denn jetzt eigentlich? Ich glaube, das kann man sich als Außenstehender gar nicht vorstellen. Er kommt hochmotiviert jeden Tag ins Training, er gibt alles 100%. Und wer diesen Kampf verpasst, der verpasst wirklich eins der Highlights diesen Jahres. Ja, also wie gesagt, sind beides sehr, sehr hochgehandelte Kämpfer. Mario Stapel, wirklich, zu dem brauchen wir ja gar nichts mehr zu sagen. Der ist ja wirklich national und international wirklich sehr bekannt. Christian Eckerlin, wirklich ein unglaublich aggressiver, hungriger Kämpfer, der vom Pech verfolgt war, wenn man es mal so sagen möchte. Und wie sehr motiviert ihn das noch, dass er jetzt auch noch vor heimischem Publikum ist? Ich meine, er hat jetzt auch die Möglichkeit, noch hier in Frankfurt zu kämpfen. Da kann wahrscheinlich Tante und Verwandte und Freunde und Vater, Mutter und alles ja hier schon zu Fuß einreisen, oder? Das bestimmt. Wir freuen uns auf ein volles Haus und die Mixfight Gala profitiert natürlich auch sehr stark davon. Aber ich glaube, noch mehr Motivation, als Christian ohnehin hat, kann ihm Frankfurt gar nicht geben. Es ist ein schöner Zusatzeffekt, der dazugekommen ist, was auch ein Grund für die Entscheidung war, das hier zu machen, weil ihn natürlich viele von seinen Freunden auch gerne kämpfen sehen wollen. Im Ausland ist das oftmals nicht möglich. Aber ansonsten, die Motivation wäre, egal wo der Kampf stattfinden würde, hundertprozentig da. Und du sagst gerade, er ist so hoch motiviert. Ist es auch manchmal so, dass man ihn ein bisschen stoppen muss, dass er nicht overtrained wird? Oder ist er so clever oder passt ihr so aufeinander auf, dass er ihm sagt, okay, heute nimm mal lieber mal einen Tag frei oder geh mal heute Morgen mal vielleicht mal ruhig spazieren, damit du dir jetzt hier nicht... Ja, da sprichst du ein wichtiges Thema an, aber das betrifft nicht nur Christian. Also wir müssen, das gesamte Trainerteam und ich auch als Manager, müssen unsere Jungs oftmals am Training hindern. Also die Motivation ist so groß, dass die Jungs wirklich jeden Tag, auch in der Off-Phase, 2-mal am Tag trainieren möchten. Aber es ist ganz klar, Regeneration und Ruhephasen sind extrem wichtig für die Erholung. Und die Jungs halten sich aber dann auch daran. Denkst du, das liegt auch daran, dass euer Wettkampfteam so groß ist und die sich gegenseitig pushen im Training? Also, dass die sich gegenseitig da zeigen wollen, wo der Hammer hängt und... Hundertprozentig. Gegenseitig zeigen wollen, es ist weniger diese Konkurrenz. Aber natürlich ist es immer ein Ansporn, wenn man merkt, dass man in einer bestimmten Einheit schlechter war als der andere, möchte man es in der nächsten wieder besser machen. Und je früher, desto besser für die meisten. Also mit Sicherheit, wie ich euch kenne, habt ihr dann auch den Mario Stapel analysiert. Der Mario Stapel kämpft ja auch nur lang genug und hat wahrscheinlich auch genügend Videomaterial, wo das gesichtet worden ist von euch. Wie ist denn das eigentlich in der Vorbereitungsphase? Setzt ihr euch da hin? Wer analysiert das? Wie wird das analysiert? Machst du das? Machen das die Trainer? Machst du das mit den Trainern zusammen? Oder wie läuft das? Wie du es dir denken kannst, wir arbeiten immer in Synergien und im Team zusammen. Gemeinsam mit dem Trainergespann analysiere ich das. Und habt ihr denn schon irgendwelche Sachen gefunden? Ich meine, ihr werdet mir nicht sagen, was, aber habt ihr was gefunden? Irgendwelche Schwächen von Mario, wo man sagen könnte, ihr würdet die vielleicht jetzt attackieren? Definitiv, jeder Kämpfer hat Schwächen. Die herauszufinden, ist eigentlich der schwierigste Teil der Arbeit.
Der Gameplan steht soweit, wobei das nicht heißt, dass wir reingehen in den Kampf und nur eine strikte Linie haben. Christian ist auf alle Situationen vorbereitet und wir freuen uns drauf. Also wenn Plan A nicht funktioniert, habt auch einen Plan B, ja? Und auch noch notfalls C und D. Na super. Also vielen herzlichen Dank, Nils, für die Einladung hier. Vielen herzlichen Dank für den wunderschönen Tag. Wir wünschen natürlich den Christian viel Erfolg bei seinem Kampf gegen den Mario Stapel. Hast du noch etwas, was du gerne den Zuschauern, Freunden, irgendjemandem mitteilen möchtest? Genauso wie letztes Jahr bedanke ich mich ganz herzlich für die tolle Arbeit. Alle Leute, die sich die Mühe geben, MMA voranzubringen, besonders ihr, macht wirklich eine super fantastische Arbeit. Und ich weiß ja, dass du eigentlich heute frei hast. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du gekommen bist. Danke auch an unseren Sponsoren von Boxhaus und von Olymp. Und ansonsten, wer noch nicht hier war, kommt uns irgendwann mal besuchen. Morgen ist auch noch ein Tag.